Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man so einen Engel jetzt für Weihnachten zum Beispiel häkeln kann. Die sind ganz toll, um die an den Weihnachtsbaum zu hängen oder auch an Geschenke dran zu hängen. Man kann die auch ans Fenster machen. Und das haben sich ganz viele gewünscht und jetzt ist es soweit. Jetzt habe ich eine Anleitung für euch gemacht. Und zwar kann man die aus ganz verschiedenem Garn machen, also zum Beispiel hier habe ich genommen die Sandy von online. Und, ich habe hier zum Beispiel aus so einer Glitzerwolle welche gemacht. Das ist aber, das gibt es glaube ich nicht mehr. Das ist schon älter. Das ist die Starlight von online. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Also ich habe sie jetzt nicht mehr gesehen nirgendwo. Aber es gibt das hier. Habe ich mir jetzt neu gekauft und zwar ist das die Gründel Glitter, aber sieht auch wunderschön aus. Das ist jetzt so eine Art Rot, Gold oder Bronze oder sowas. Gibt es in Gold und Silber auch noch. Finde ich auch ganz süß. Und ihr könnt das auch mit so einer Sprühstärke ansprühen, damit das hier unten dann so offen bleibt, falls ihr die aufhängen wollt oder halt eben so lassen. Was ihr dafür braucht, ist einfach die Wolle, die ihr mögt. Also ihr könnt den eigentlich mit jeder Art von Wolle machen. Achtet nur darauf, dass ihr die passende Häkelnadel dazu findet. Dann braucht ihr eine Schere und eine Wollnadel zum Vernähen der Restfäden und auch um den Kopf anzunähen. Ganz wenig Füllwatte oder Garnreste, um diesen kleinen Kopf zu füllen, aber wirklich ganz wenig. Wir beginnen mit einem ganz normalen Anfangsknoten. Für alle Anfänger habe ich den Link für diese Sachen wie Anfangsknoten und Fadenring hier unten unter dem Video und rechts oben bei dem kleinen i. Und für alle anderen, die können sich ruhig erstmal diese Anfängervideos anschauen. Dann machen wir 5 Luftmaschen hintereinander und werden jetzt einen kleinen Ring bilden, indem wir hier vorne in die erste Masche einstechen und den Faden dort einmal durchholen und gleich nochmal durch die Schlaufe auf der Nadel. Dann haben wir hier den kleinen Ring, machen eine Luftmasche und werden 12 feste Maschen in diesen Ring häkeln. Ihr überhäkelt den Restfaden einfach und stecht hier in die Mitte in den Ring ein, holt den Faden und mascht beide Schlaufen gleichzeitig ab. Das war die erste. Nochmal Faden holen und beide Schlaufen abmaschen. Einstechen, holen und abmaschen, bis ihr 12 Stück habt. Dann, wenn ihr 12 Stück gemacht habt, sucht ihr euch hier vorne die erste Masche, die ihr gemacht habt, und stecht dort ein, die erste feste Masche. Und macht eine Kettmasche, indem ihr den Faden durchholt und nochmal durchholt. Und wir haben jetzt hier so einen kleinen Kragen, das ist hier oben der Teil. Und häkeln jetzt 2 Luftmaschen. 1, 2. Und machen direkt unter diese 2 Luftmaschen hier unten, wo die rauskommen, in dieselbe erste Masche ein halbes Stäbchen. Das heißt, wir machen einen Überschlag, stechen dann hier unten ein, holen den Faden und maschen dann alle 3 Schlaufen auf einmal ab. Danach macht ihr eine Luftmasche und macht wieder ein halbes Stäbchen und zwar in die nächste freie Masche. Und gleich noch ein zweites in dieselbe Masche.
danach wieder eine Luftmasche und in die nächste Masche wieder 2 halbe Stäbchen. 1 und 2. Und wieder eine Luftmasche. Und das wiederholt sich jetzt bis zum runden Ende. Wieder 2 halbe Stäbchen und eine Luftmasche. Das macht ihr in jede Masche. Das müssten dann 12 Grüppchen sein mit jeweils 2 halben Stäbchen und einer kleinen Luftmasche dazwischen. Wenn ihr das gemacht habt, müsste das Ganze so aussehen. Ihr habt dann 12 mal 2 halbe Stäbchen gemacht und endet jetzt mit einer Luftmasche natürlich nach diesen 2 halben Stäbchen. Und dann suchen wir uns am Anfang die zweite Luftmasche, die wir gemacht haben, und stechen dort ein und machen eine Kettmasche. Also durchholen und gleich nochmal durchholen. Die nächste Runde beginnen wir jetzt mit 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und wir stechen jetzt hinten ein in diese Lücke, die vor unserem Ersatzstäbchen hier kommt. Da hinten stechen wir jetzt ein und machen ein ganzes Stäbchen, also einen Überschlag machen, in diese Lücke einstechen, den Faden dort durchziehen, dann 2 Abmaschen, Faden holen, nochmal 2 Abmaschen. Und das Ganze nochmal, und zwar noch ein Stäbchen in dieselbe Lücke, also wieder einen Überschlag machen, in diese Lücke vor unserem Anfang einstechen und noch ein normales Stäbchen machen. Das soll jetzt 3 Stäbchen imitieren, also unsere 3 Luftmaschen am Anfang. Und wir werden jetzt hier unten springen, und zwar, wenn ihr das so ein bisschen auseinanderzieht, seht ihr, dass wir überall diese Zweiergrüppchen haben, und die erste Zweiergruppe, die übergehen wir jetzt und werden in diese erste Lücke nach diesen 2 Stäbchen einstechen. Und da macht ihr 3 ganze Stäbchen rein, also einen Überschlag machen, unter diesen Luftmaschenbogen hier gehen und 3 Stäbchen in diese Lücke häkeln. 1, 2, 3, dann eine Luftmasche und noch einmal 3 ganze Stäbchen in dieselbe Lücke. 1, 2 und ein drittes. Also wir haben jetzt hier diese 3 am Anfang, dann haben wir 3 Stäbchen, eine Luftmasche und 3 Stäbchen in einer und derselben Lücke. Dann guckt ihr wieder, wo die nächste Lücke ist, also nach diesen 2 halben Stäbchen kommt eine, und da wollen wir jetzt das Ganze noch einmal reinmachen, also auch einen Überschlag machen, in diese Lücke unter diese eine Luftmasche gehen und dann machen wir wieder 3 ganze Stäbchen. 1 und dieselbe Lücke, machen eine Luftmasche und noch einmal 3 ganze Stäbchen. 1, 2, 3, und das macht ihr die ganze Runde lang in jede dieser Lücken, also immer nach den 2 halben Stäbchen. Macht ihr diese Gruppe rein, also 3 plus eine Luftmasche plus 3 Stäbchen. Und dann müsstet ihr insgesamt, wenn wir am Ende hier angekommen sind, 11 von diesen ganzen Gruppen haben. Und am Ende zeige ich euch, wie wir die hier vervollständigen, weil das wird dann die 12. Gruppe. Und ihr macht jetzt einfach so weiter, dass ihr immer nach den 2 halben Stäbchen in diesen Zwischenraum
drei Stäbchen eine Luftmasche und drei Stäbchen macht. Wundert euch nicht, das Ganze wird sich auch wellen, aber das soll so sein. Und wenn ihr am Ende angekommen seid, nach dem letzten Zwischenraum, habt ihr dann diese zwei Stäbchen. Und wir haben eine angefangene Gruppe, also diese drei Stäbchen. Und jetzt machen wir einen Überschlag und machen in dieselbe, wo die drei schon drin sind, also in unsere erste Lücke, nochmal drei ganze Stäbchen. Eins, zwei und drei. Danach eine Luftmasche und ihr beendet die Runde mit einer Kettenmasche in die dritte Luftmasche. Und so sieht das Ganze dann aus. Die nächste Runde beginnen wir wieder mit drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Und werden jetzt auch wieder in diese Lücke, die schon hier hinter unserem Anfangsstäbchen liegt, einstechen. Machen einen Überschlag und machen ein Stäbchen in diese Lücke dahinter. Also hier einstechen und ein Stäbchen hinzuhäkeln. Und dann werden wir immer in diese Luftmaschenbögen ab jetzt arbeiten, also hier immer zwischen unseren Dreiergruppen, nicht hier in diese Lücke, die gleich danach kommt, sondern immer zwischen unseren Dreiergruppen oben unter diese Luftmasche. Und zwar in die nächsten vier, also in die und in die hier. Wenn ihr das so ein bisschen auseinanderzieht, seht ihr das. In die nächsten vier Spitzen hier, also die sieht man ein bisschen daran, dass die höher sind als der Rest, machen wir jeweils immer sieben ganze Stäbchen. Also ihr macht einen Überschlag, geht dann hier in diese Spitze rein, in die nächste, unter diesen Luftmaschenbogen und macht sieben ganze Stäbchen. Eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. Dann wieder einen Überschlag und in die nächste Spitze von unserer nächsten Dreier oder doppelten Dreiergruppe reingehen und nochmal sieben ganze Stäbchen häkeln. Jetzt ändert sich ein bisschen was und zwar werden wir in die fünfte und in die sechste Spitze, also in die nächsten beiden, die jetzt kommen, was anderes machen und zwar gehen wir da rein und machen zwei ganze Stäbchen. Eins. Zwei, eine Luftmasche und noch einmal zwei ganze Stäbchen mit hinzu. Und in die nächste Spitze auch. Zwei ganze Stäbchen. Eins, zwei und eine Luftmasche und noch einmal zwei Stäbchen dazu. Jetzt kommen wieder in die nächsten vier Spitzen jeweils sieben. Wieder hier oben unter den Luftmaschenbogen gehen. Sieben ganze Stäbchen machen. Und sieben, das war das erste, so dass ihr jetzt noch dreimal diese sieben machen müsst. Das könnt ihr jetzt ohne mich machen.
Also das habe ich jetzt gemacht. 1, 2, 3, 4 mal die 7 Stäbchen. Und jetzt kommt wieder einmal unsere Spitze mit den Zweier Stäbchen. Also in die nächste Spitze wieder 2 Stäbchen. 1, 2, eine Luftmasche und nochmal 2 hinzu. Und 2. Und jetzt müsstet ihr keine Spitze mehr übrig haben, außer diesen Zwischenraum. Und wir haben hier unsere unvollständige Spitze und die machen wir jetzt wieder vollständig. Und zwar wird das auch eine mit diesen 2 Stäbchen, also hier oben mit hinzu, wo wir schon drin waren. Und nochmal 2 Stäbchen reinhäkeln. 1 und 2, dann eine Luftmasche und wir machen hier in die dritte Luftmasche von diesem Ersatzstäbchen am Anfang eine Kettenmasche, um die Runde zu beenden. Und das war jetzt diese Runde. Jetzt wollen wir das Ganze, dass das hier so zusammenkommt. Da wird jetzt hier so eine Mitte gebildet, damit wir unseren Engel dann unten dieses Kleid weitermachen können. Dazu machen wir jetzt 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und wieder hinten, dahinter in die Lücke, ein Stäbchen. Dann springt ihr diese Gruppen hier, und zwar also diese Muscheln hier, ins fünfte. 1, 2, 3, 4, 5. Und das müsste dann die erste sein, die wir mit diesen Zweierstäbchen gemacht haben. Also die einzige dann, die ihr habt mit so einer Lücke dazwischen. Und wir werden jetzt ein ganzes Stäbchen machen, also einen Überschlag. Und dort in diese fünfte Gruppe oben einstechen und 2 Stäbchen machen. Und zwar ist das dann genau auf der anderen Seite. 1 und 2. Eine Luftmasche und nochmal 2 mit hinzu. Und so sieht das dann aus. Wir haben hier diese unvollständige Gruppe am Anfang gemacht und sind dann hier rüber gesprungen in die fünfte Gruppe. Und jetzt müssen wir aufpassen, denn nur diesmal werden wir auch in den Zwischenraum, der hier kommt, einstechen und auch 2 Stäbchen da reinhäkeln. Also gleich nach eurer Gruppe in den Zwischenraum, das ist dann die Mitte von eurem Engel, macht ihr 2 ganze Stäbchen. Eine Luftmasche und 2 Stäbchen in ein und dieselbe Lücke. So sieht das dann aus. Und dann gleich in diese nächste Spitze, die wir haben, das ist dann wieder eine von denen gewesen in der Vorrunde, wo wir die Lücke dazwischen gemacht haben, da macht ihr dasselbe rein, also wieder 2 ganze Stäbchen. Eine Luftmasche und nochmal 2 in die Lücke. Dann müssen wir wieder auf der anderen Seite andocken. Also springt ihr wieder ins fünfte. 1, 2, 3, 4, 5. Und das müsste dann, wenn ihr alles richtig gemacht habt, wieder die erste Gruppe sein mit einer Lücke dazwischen. Also die, wo wieder die 2 Stäbchen sind. Überschlag und in die fünfte Gruppe oben unter den Luftmaschenbogen gehen und wieder die 2 Stäbchen machen. Eine Luftmasche und nochmal
zwei Stäbchen. So, und auf der anderen Seite müssen wir auch wieder den Zwischenraum auch mit behäkeln. Dazu wieder zwei ganze Stäbchen in den nächsten Zwischenraum häkeln. Und eine Luftmasche und nochmal zwei Stäbchen. Dann haben wir hier unsere unfertige Gruppe in diesem ersten Zwischenraum und da macht ihr dann wieder zwei dazu, um das Ganze zu vervollständigen. Eins und ein zweites Stäbchen. Dann eine Luftmasche und dann suchen wir uns hier bei dem Anfangsersatzstäbchen die dritte Luftmasche und verbinden das mit einer Kettmasche. Und dann haben wir den Engel hier unten verbunden und können jetzt die nächste Runde beginnen mit drei Luftmaschen. Und ihr stecht wieder hier unten in diese Lücke ein, die unten drunter ist, und macht zwei ganze Stäbchen. Dann gehen wir in die nächste, in diese Gruppe hier, also nicht hier in der Mitte, in den Zwischenraum, und machen wieder zwischen diesen zwei Stäbchen unter den Luftmaschenbogen drei ganze Stäbchen rein. Eins, zwei. Dann eine Luftmasche und noch einmal drei ganze Stäbchen. Eins, zwei und drei. Und diese Gruppen machen wir jetzt in jeden Zwischenraum zwischen den Zweierstäbchen hier. Also wie so ein V machen wir das unter diesen Luftmaschenbogen zwischen die zwei Stäbchen, aber nicht in die Zwischenräume gehen, sondern wieder nur in diese Spitze unserer Gruppen und immer drei Stäbchen, eine Luftmasche, drei Stäbchen. Das macht ihr wieder, bis ihr am Ende angekommen seid, und da zeige ich euch, wie die Runde abgeschlossen wird. Dann nochmal drei Stäbchen hinzu. Zwei und drei. Und dann macht ihr in dieses Unvollständige eure zusätzlichen drei noch rein, wie gehabt, und stecht dann, eine Luftmasche, und stecht dann hier wieder in die dritte Luftmasche ein zum Beenden und macht eine Kettmasche. Und die nächste Runde beginnen wir, also das ist dann die letzte, mit drei Luftmaschen. Und ihr stecht wieder dahinter in die Lücke hier ein, zwischen den beiden Dreiergruppen, und macht ein Stäbchen, ein zweites, dann haben wir drei Stück mit unserem Ersatzstäbchen am Anfang. Und dann macht einen Überschlag und geht ihr in die nächste Dreiergruppe dazwischen hier und macht wieder sieben ganze Stäbchen rein. Eins,
2, 3, 4, 5, 6 und 7. Das macht ihr jetzt mit jeder Lücke zwischen den Dreiergruppen. Also die nächste wäre jetzt wieder hier. Nicht in die Zwischenräume, immer in die Spitze der Dreiergruppen. In jede 7 Stäbchen, bis ihr am Ende der Runde angekommen seid. Und dann haben wir unseren Körper von dem Engel auch gleich fertig. Und am Ende angekommen haben wir dann nur noch unsere unvollständige Lücke hier. Und das waren ja 3 Stäbchen, also machen wir jetzt noch 4 Stück hinzu, damit es dann 7 ergibt. 1, 2, 3 und 4 und logischerweise keine Luftmasche. Also nur noch in die dritte Luftmasche einstechen am Anfang und eine Kettmasche machen, um das Ganze zu beenden. Dann könnt ihr das hier lockern. Schneidet den Faden. Schneidet den Faden ab. Dann könnt ihr das Ganze hier durchziehen, um das sauber zu verknoten. Und das wäre der Moment, wo wir auch die Restfäden schon hier vernähen können. Dazu macht ihr diesen Restfaden auf eine Nadel drauf. Und dann könnt ihr hier vorsichtig am Rand einstechen, damit ihr auf die Innenseite kommt. Und dann immer wieder hier so durchfädeln und dann steche ich immer noch mal nach einer Masche, damit sich das hier verankert, ein und gehe noch mal in die andere Richtung und ein drittes Mal noch in die andere Richtung. Dann könnt ihr das hier abschneiden vorsichtig. Und dann ist der Teil fertig und wir brauchen nur noch ein Köpfchen. Für den Kopf machen wir einen Fadenring. Ihr könnt das aber auch ruhig mit dem Luftmaschenring machen. Und zwar wickle ich dafür den Faden einmal um meine beiden Finger, halte den hier unten fest. Gehe hier darunter und hole mir den Faden nach oben. Wie bereits gesagt, ihr könnt die Anfängervideos dafür gerne erst nochmal anschauen. Dann machen wir eine Luftmasche, um diesen Ring zu sichern und häkeln in den Ring hinein 8 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Dann könnt ihr hier unten an dem Restfaden ziehen, damit sich der Kreis komplett schließt. Und wir häkeln jetzt in Spiralrunden, deswegen könnt ihr so einen kleinen Maschenmarkierer einsetzen. Den machen wir einfach vor unsere erste Masche und stechen jetzt in die erste Masche ein und machen dort hinein 2 feste Maschen. 1 und gleich nochmal in dieselbe eine zweite feste Masche. Und da wir jetzt in dieser Runde jede Masche verdoppeln werden, machen wir jetzt in jede Masche 2 feste Maschen.
dann müsstet ihr, wenn ihr bei der Markierung angekommen seid, genau 16 feste Maschen haben. Ab jetzt häkeln wir in Spiralrunden, also könnt ihr euch vor eure letzte Masche jetzt einen Markierer reinmachen. Und wir werden in jede Masche 2 feste Maschen häkeln, also geht ihr in die erste Masche rein, macht eine feste Masche und gleich noch eine hinzu. In die nächste Masche auch 2 feste Maschen. Und so weiter, bis ihr bei eurer Markierung angekommen seid. Danach müsstet ihr dann insgesamt 16 Maschen haben. Wenn ihr dann soweit seid, dann könnt ihr hier erstmal lockern, weil wir müssen den Fadenring sichern, weil sonst später kommen wir da nicht mehr rein. Und damit der sich hier nicht oben immer von alleine wieder öffnet, wird er jetzt schon vernäht. Dazu mache ich hier einfach den Faden vom Anfang auf meine Nadel. Ziehe dann hier richtig fest. Und dann sichere ich mir erstmal mit einem Knoten diesen Anfang. So, und dann kann sich das auch nicht mehr öffnen. Und wir können dann wieder weiter häkeln, weil sich dieser Kopf jetzt auch gleich zuziehen wird. Deswegen kommen wir da später nicht mehr so gut dran. Nach den 16 Maschen setzt ihr die Markierung nochmal um und wir häkeln 3 Runden lang in jede Masche eine feste Masche. Also einfach gleich in die nächste Masche reingehen, eine feste Masche machen und in die danach eine feste Masche und so weiter. Bis ihr bei der Markierung angekommen seid, setzt dann den Markierer um und macht noch 2 weitere Runden. Und danach zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Nach den 3 Runden machen wir dann eine Runde lang dasselbe eigentlich, nur dass wir insgesamt 4-mal abnehmen. Das heißt, ihr macht in die erste Masche eine feste Masche, in die zweite von mir aus auch noch eine feste Masche und dann verteilen wir einfach in dieser Runde so relativ gleichmäßig 4 Abnahmen. Wir machen jetzt hier vorne gleich eine, damit ihr wisst, wie es geht. Ihr geht in die erste Masche rein und holt die Schlaufe raus, wie als ob ihr ganz normal jetzt eine feste Masche machen würdet, hört aber auf, nachdem ihr die beiden Schlaufen drauf habt. Und stecht dann in die nächste Masche schon ein, holt euch da den Faden auch durch. Dann habt ihr 3 Schlaufen auf der Nadel und die mascht ihr jetzt zusammen ab. Damit haben wir jetzt aus 2 Maschen eine Masche gemacht. Das war die erste Abnahme. Dann könnt ihr von mir aus nochmal 2 Maschen hintereinander häkeln. Das muss jetzt nicht unbedingt so genau ausgerechnet sein. Ihr solltet halt eben nur in dieser Runde 4 Abnahmen machen. Das mache ich jetzt auch wieder. Ich gehe auch wieder in die nächste rein, hole mir die auch und mache die wieder zusammen ab. Danach wieder 2 oder 3 Maschen häkeln. Und jetzt mache ich meine nächste Abnahme. Reingehen, Faden durchholen und drauf lassen. Reingehen, Faden durchholen und drauf lassen und alle 3 zusammen abmaschen. Und dann mache ich noch einmal eine feste Masche und dann masche ich noch die letzten 2 zusammen ab. Das waren jetzt 4 Stück, insgesamt 4 Abnahmen. Ihr könnt den Markierer dann wieder umsetzen. Ne, den brauchen wir jetzt gar nicht mehr, den könnt ihr ganz rausnehmen. Dann macht ihr diesen Restfaden hier oben jetzt in den Kopf rein. Gesichert haben wir den ja. Und ihr könnt jetzt an dieser Stelle auch füllen. Also macht einfach Garnreste oder ein bisschen Füllwatte rein.
Und ab jetzt häkeln wir einfach jede zweite Masche. Also Quatsch, jede zweite nicht, sondern pärchenweise immer zwei Stück zusammen. Ab, also ihr geht in die erste Masche rein, holt den Faden durch, geht in die zweite Masche rein, holt den Faden auch und macht eine Abnahme, also einfach alle auf einmal abmaschen. Dann danach wieder in die nächste freie Masche reingehen, Faden durchholen und drauf lassen. Dann in die Masche danach reingehen, Faden durchholen, drauf lassen und alle drei zusammen abmaschen. Dann auch weiter so verfahren, immer pärchenweise zwei Maschen zusammen maschen, abmaschen. Und das macht ihr jetzt, bis ihr nur noch ein ganz kleines Loch übrig habt. Und das werden wir dann einfach am Ende zunähen. Und schneidet den Faden aber jetzt nicht zu kurz ab, weil wir werden mit demselben Faden auch unseren Kopf gleich annähen. Deswegen sollte der ja so ein bisschen länger sein als sonst. So, wenn das jetzt nur noch so klein hier ist, das Loch, könnt ihr das lassen und schneidet den Faden großzügig ab. Dann könnt ihr hier den Faden sichern und verknoten und zieht euch den wieder auf eine große Nadel drauf. Dann mache ich hier einfach nochmal am Rand in die Randmaschen ein paar Stiche, damit sich das richtig zuzieht. Und einen Knoten. Und dann könnt ihr den Kopf hier oben einfach annähen auf dieses kleine Löchlein hier von mir aus. Und dazu müsst ihr einfach mit ein paar Stichen hier immer abwechselnd in den Kopf und in den Hals einstechen, bis das relativ fest sitzt. Dann könnt ihr entscheiden, ob ihr den Engel einfach so hinstellen oder wie auch immer wollt, oder ob ihr den hängen wollt. Wenn ihr den irgendwo zum Beispiel am Weihnachtsbaum anhängen wollt oder an Geschenke, dann könnt ihr überlegen, ob ihr gleich jetzt mit diesem Faden, den ihr benutzt, auch einen kleinen, eine kleine Schlaufe machen wollt, damit der dann aufgehängt werden kann. Dann könntet ihr nämlich einfach hier unten einstechen und hier oben am Kopf rauskommen und hier oben so eine kleine Schlaufe bilden und das dann verknoten. Und dann hättet ihr schon einen kleinen Hänger. Kann man aber auch mit einem durchsichtigen Nylonfaden am Ende machen, der ein bisschen feiner ist, der dann nicht so auffällig ist, kann man auch so machen. So, und wenn ihr das dann fertig angenäht habt, sieht das Ganze ungefähr so aus. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gut gefallen mit dem kleinen Engel. Und wer jetzt noch nicht genug hat und weiter für Weihnachten häkeln möchte, dem kann ich noch wärmstens empfehlen. Ich habe diese kleinen Sterne als Geschenkanhänger oder auch als Baumanhänger gemacht. Das verlinke ich euch noch am Ende. Und zum Beispiel diese kleinen Tannenbäume, das habe ich jetzt auch aus dem goldenen Silbergarn, aus dem goldenen Glitzergarn gemacht. Und
kann man auch als Geschenkanhänger nehmen. Und da könnt ihr euch gerne nochmal reinklicken. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Freude beim Häkeln und hoffe, dass ihr es gut hinbekommt. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch von euch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne meine Videos teilen mit Freunden. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und viel Spaß beim Häkeln. Bis zum nächsten Mal.